Was mir den Anstoß gab, war eine Frauengruppe. Sie fragte mich, ob ich für ihre Kinder eine Schule aufbauen könnte. Als die 8 Mütter mich anfragten, sprachen wir mit dem Pfarrer. Er vermietete uns symbolisch eine kleine Hütte aus Holz, die schmutzig und alt war, voller Ratten, ohne Schulraum, ohne irgendetwas. Also putzten die 8 Mütter und ich während etwa 2 Wochen diese Hütte und verwandelten sie in etwas Bewohnbares. Die stärkste Kraft war ein Mädchen mit Namen Florange. So ein wunderbarer Name. Und sie lebte so miserabel. Sie war an ein Tischbein angebunden. Und ihr ganzes Verhalten glich demjenigen eines Hundes, weil sie den ganzen Tag mit einem Hund verbrachte. In meiner tiefsten Seele war meine Motivation die, Florange ein Leben, eine Chance zu geben, einen menschenwürdigeren Raum, um dort aufzuwachsen. Damit sie erfahren konnte, dass sie kein Hund ist, sondern ein Mädchen. Wir hatten viele unterernährte Kinder. Glücklicherweise haben wir mit der Unterernährung heute weniger Probleme als früher. Es gibt nicht mehr so viele unterernährte Kinder. Aber es ist schon so. Für etwa 60 der Kinder ist das Mittagessen, das sie bei uns erhalten, ihre einzige Mahlzeit pro Tag. Wir erhalten keinerlei Subventionen vom Staat. Ich glaube nicht, ich sage nicht, dass andere Institutionen nichts bekommen. Aber für uns, die für Kinder mit Behinderungen aus armen Verhältnissen arbeiten, gibt es nicht die große Subvention. Die einzigen Aufnahmebedingungen für die Schule sind, das Kind muss aus armen Verhältnissen stammen und es muss eine geistige Behinderung haben. Nur das. Wenn es aus einer armen Familie aus dem Armenviertel kommt und es klar ist, dass es eine Behinderung hat, wird es aufgenommen. Hat es kein Geld, muss es kein Schulgeld bezahlen. Und mit einem Beitrag von 100 Pesos ist es dabei. Eduardo haben wir in die Schule aufgenommen, als er 6 Jahre alt war. Era un bebé. O sea, aunque tenía 6 años, er war ein Kleinkind, auch noch mit 6. Er entwickelte sich im Sozialen und in der Motorik sehr schnell. Aber auf intellektuellem Niveau ist er auch heute noch ein wenig zurückgeblieben. Sigue siendo un poco lento. Sin embargo, ya en trotzdem ist er in den 6 Jahren Therapie, die er gehabt hat, in den wichtigsten Dingen recht verständlich geworden.
Ich habe Hunger, ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe. Komm in den Salon meiner Mutter, dein Haar ist hässlich. Denn er macht Werbung für den Schönheitssalon seiner Mutter. Seine Fortschritte sind gut, auch wenn sein intellektuelles Niveau nicht an das von Dritt- oder Viertklässlern herankommt. Eduardo ist mit seinen inzwischen 15 Jahren bereit für einen Job. Eduardo, a sus 15 años, está listo para aprender un oficio. In diesem Prozess sind wir jetzt. Im Prozess, dass er sich schrittweise bei seiner Mutter auf eine etwas produktivere Art in die Arbeit integriert. Con su mamá, de una manera más productiva. Si tiene que servir un café, si tiene que servir un agua, Eduardo coopera. Für die Kinder heißt das Ziel, entweder sie integrieren sich in eine Regelschule oder sie integrieren sich in eine Arbeit in der Gemeinde oder bei den Eltern. Deshalb haben wir das Programm der Mikrokredite geschaffen, bei dem die Eltern ein Darlehen erhalten, mit dem sie nach und nach kleine Geschäfte aufbauen können. Das hilft ihnen, ein produktives und würdiges Leben zu führen. Seine Mutter hat kürzlich das dritte Darlehen erhalten. Das erste bekam sie, damit sie den Salon aufbauen konnte. Das bedeutet, dass die Mutter von Eduardo jetzt mehr arbeiten kann und nicht mehr von einem kleinen Lohn leben muss. Sie haben jetzt eine gute finanzielle Situation. Por cada libra que yo rebaje, tú tienes que aumentarla. ¿De acuerdo? Dame la mano, eso es un pacto, tú y yo. 20 libras, 20. De aquí a diciembre, 20 libras. Tú 20 libras más, yo 20 libras menos. ¿Eh? 20 libras. Pero para eso hay que comer mucho. 20 libras. ¿Eh? 20 libras. Ajá. 20. Yo como eso con carne, con pechuga. Narciso llegó a la escuela hace dos años. Narciso ist vor 2 Jahren an die Schule gekommen. Sehr unterernährt, auf dem schlechtesten Ernährungsniveau, das wir uns vorstellen können. Aber er hat wirklich große Fortschritte gemacht, weil er jetzt sein Mittagessen isst. Manchmal muss man sich zu ihm setzen, damit er isst, weil er mit 12 Jahren zum ersten Mal etwas Festes gegessen hat. Vorher hat er immer nur Flüssiges zu sich genommen. Und seine zerebrale Behinderung kommt einzig von der mangelnden Ernährung. Weil er den Körper eines 6-Jährigen hat und in Wirklichkeit bald 14 Jahre alt ist, beschäftigt mich die Frage, wie wir diese verlorene Entwicklung aufholen können. Die Ernährung, die er von 0 bis 7 Jahre hätte haben sollen. Ich habe dieses Jahr den Plan, seine Zähne flicken zu lassen und zu einer Ernährungsberaterin zu gehen und zu sehen, welchen Rat sie uns gibt. Zusammen mit seiner Mutter. Denn seine Mutter muss in diesen Prozess mit einbezogen sein. Sie muss wissen, wie sie ihn begleiten kann in der Pflege, in diesem Prozess, damit Narciso es schafft, ein normaler Mann zu werden. Ay.
El último que vendiste, ¿ha vendido bien? Sí, yo hice una mini exposición el otro día. Ingrid Marleni ist mit 10 Jahren an die Schule gekommen. Als Ingrid Marleni kam, konnte sie fast nicht sprechen. Man verstand sie überhaupt nicht. Mit Hilfe der Sprechtherapie lernte sie, die Wörter gut auszusprechen. Sie hatte immer Träume. Es war schön. Sie steckte sich immer Ziele und diese erreichte sie. Und dann steckte sie sich neue Ziele. Wir suchten dann für Ingrid Marleni eine Zeichenlehrerin, damit sie mit anderen Kindern zusammen die ersten Schritte des Malens lernen konnte. Wir organisierten einen Workshop mit 8 Kindern, in dem die Lehrerin mit ihnen auf Leinwand malte und mit ihnen einen Grundkurs machte. Und da entdeckten wir ihre Begabung. Und als sie fertig war, sagten wir, es sei ihr letztes Jahr. Und da sagte sie, dass sie eine berühmte Malerin werden wolle. Ella dijo que tenía que quería ser pintora y ser una pintora famosa. Ingrid Marleni verkauft ihre Bilder vor ihrem Haus. Oder sie sagt jemandem, der von New York kommt, er solle ihre Bilder kaufen. Und damit unterstützt sie ihre Mutter, damit sie Medikamente kaufen kann. Manchmal, auch wenn sie in einem guten Haus leben, reicht es nicht für 3 Mahlzeiten pro Tag. Aber die Frau bekommt viel Hilfe von den Nachbarn. Sie hat mir gestanden, dass sie manchmal zu Bett geht, ohne gegessen zu haben, außer ein wenig Brot mit Öl. Ich möchte allen Leuten danken, die uns in diesen 20 Jahren in der einen oder anderen Form unterstützt haben. Viele haben auch gratis gearbeitet und dazu beigetragen, dass es heute das ist, was es ist, mit 260 Kindern. Niemand erreicht etwas allein. Das heißt, ich sehe es nicht als mein Werk, sondern als unser Werk. Die Menschen auf der Welt leben in einem großen Konkurrenzkampf, in dem es gilt, besser zu sein, wichtiger zu sein, und wo der weniger Intellektuelle den Zug verpasst. Wo alle nach nachhaltigen Projekten rufen, was jetzt Mode ist, wollen Kinder mit geistiger Behinderung, dass jemand ihnen die Hand gibt. Nicht, dass man ihnen sagt, sie seien normal. Das werden sie niemals sein. Nie. Das ist ihr Schicksal. Sie sind die Ärmsten der Ärmsten der Ärmsten. Nicht nur materiell, sondern auch intellektuell. Und wir, die mehr Glück hatten, müssen mit ihnen solidarisch sein. Hi,